Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere und oh mein Gott, wir glänzen mal. Eine Vorlage, ein Tor, eine Torversuchsquote von 10%, die haben wir gerade so erreicht und eine durchschnittliche Spielerbewertung von 6. Haben wir alles ja mehr als im Soll hier. Und ja, ich muss auch sagen, in den letzten Spielen, ich glaube, das war ja wirklich die letzten 4 Spiele, haben wir jeweils immer eine Torbeteiligung gehabt. In den ersten, wobei KSC könnte sein, dass wir da nichts gemacht haben. Aber die letzten 3, sagen wir, die letzten 3 haben wir immer eine Torbeteiligung gehabt. Härtner möglicherweise, was weiß ich was. So, neue Aufgabe wieder, ja, dasselbe zu schaffen, tolle Sache. Ist auch toll, dass sie mit der Bewertung nicht mal nach oben gehen. Vor allen Dingen auf Profi hätte ich gedacht, dass man da ein bisschen andere Ansprüche hat. Oh, warum habt ihr immer nur blau und schwarz und weiß? Warum gibt es denn hier nicht mal andere Farben bei euch? Müssen wir das so machen, damit wir nicht selber immer hier in schwarz spielen. Ich glaube, wir sind ein bisschen besser in blau unterwegs. Natürlich immer nur so eine psychologische Sache, aber ich kann aber besser mit so helleren Farben spielen als mit dunkleren. Keine Ahnung warum. Kommt mir aber so vor. So. Ah. Dreimal hier gebraucht, um den Ball dann wirklich auch zu verwalten. Nein. Oh. Hätte der hohe Ball auf uns kommen müssen. Ich finde es immer noch blöd, dass man hier keine hohen Bälle anfordern kann, sondern nur Steilpässe und sowas. Oh, und schieß, schieß, schieß. Na, da ist er drin. Stoppelkampf, Torvorlage. Das zählt jetzt als Torvorlage. Also in letzter Zeit hat es ja eigentlich nie gezählt, wenn wir irgendwen angeschossen haben. Oh, wir haben jetzt hier mentale Fähigkeiten gekriegt. Ja, im Endeffekt jeder Schuss von uns und das zählt als Torvorlage. Tja, anscheinend muss man den Torwart anschießen, dann zählt's. Wenn man hier den Pfosten anschießt oder so, zählt's nicht. Wäre für mich eher eine Vorlage, aber okay. Na, schade. Paderborn ja auch ziemlich weit hinten drin, glaube ich. Von daher müssen wir hier mal ein ganz gutes Spiel abliefern. So, die Torvorlage haben wir also schon geschafft für unser Ziel. Für die nächsten 4 Spiele. Dann bleibt eigentlich nur noch das Tor zu machen und ja, eine relativ gute Torversuchsquote zu bekommen. Das ist ja immer noch das Schwierigste dabei. Die Bewertung ist eigentlich ja schon schwierig, die nicht zu erreichen, der 6,0. Tja, schön, dass du nicht spielst, obwohl du dann eigentlich schon in unsere Richtung guckst. Nein, spiel doch dahin. So. Nicht zu weit nach hinten wieder von uns. Das ist ja immer so ein bisschen unser Problemchen. Spiel doch mal früher, Kollege. Meine Güte, wie lange das immer dauert, bis der dann wirklich mal dahin spielt. Oh, Junge. Das Getanze, das geht einem doch echt auf den Nerv hier. Das war ein schönes Ding. Adlung. Das muss ich mir nochmal angucken. Das war ein richtig schönes. Schöne Einzelaktion von ihm hier. Ja, toller Jubel von uns. Der war richtig schöner Schuss. Aus der zweiten Reihe und dann hier ins linke Eck gedroschen. Aber auch nicht so schön, dass ich es abspeichern müsste. Von daher geht es jetzt erstmal nicht mit in die Tore des Monats ein. Wo ich ja auch gerade wieder so ein bisschen Probleme habe, da wieder genug Tore zusammenzukriegen. Aber meistens ergibt sich ja das Ganze am Ende so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ein Tor dürfte ich schon haben dafür, aber der Rest ist noch vakant, also 4 Plätze sind noch frei. Und ich weiß noch nicht, ob ich das Tore des Monats Video schon hochgeladen habe jetzt. Oder ob ich das noch mache, aber ich habe da echt ganz wenig Zeit für momentan. So diese ganzen Bearbeitungssachen und so. Da bin ich froh, wenn ich es überhaupt schaffe, das aktuelle Video des Tages sozusagen zu bearbeiten und hochzuladen. Schieß! So, komm hier. Oh, er macht gar nichts, das ist ja toll. Und ja, deswegen bitte ich das immer so ein bisschen zu entschuldigen, wenn das ein bisschen länger dauert. Das wird auf jeden Fall immer noch kommen und auch in dem aktuellen Monat. Also ich werde nicht im... Also was heißt im aktuellen, im darauffolgenden natürlich. Ich werde nicht im Januar erst das Video dann für die Tore vom November bringen. Das kann ich eigentlich versprechen, aber wann genau das kommt, das kann ich nicht sagen. Deswegen müsst ihr euch da immer so ein bisschen gedulden, wenn das noch nicht da sein sollte. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt mal irgendwann die Zeit gefunden habe, das zu machen. Ist aber eher unwahrscheinlich.
muss ja auch meine Aufnahmen hier mittlerweile vor meiner nächsten Schicht sozusagen machen. Also das ist auch schon ungewöhnlich. Und auch nicht so geplant eigentlich, denn normalerweise will ich hier so lange wie möglich noch schlafen vor meiner Schicht, aber okay. Muss man halt nach der Schicht nochmal schlafen und dann davor und naja, wie auch immer. Also das davor dann einschränken, aber ist ja auch vollkommen egal. Wir sind hier bei FIFA, nicht bei meiner aktuellen Schicht. So, wir führen mit einem 1 zu 0 und nee, wir haben noch keine Halbzeit. Nee, wir führen sogar mit 2 zu 0. Ich bin ja hier völlig von der Rolle. Der Adlung hat ja gerade mit seinem schönen Tor da nochmal aufgetrumpft, aber ich sag mal so, Paderborn, die machen sie nicht so gut. Da geht nach vorne nicht viel. Boah, wie lange der jetzt gebraucht hat. In der Zeit hätte er wirklich dreimal jemand den Ball kriegen können. Super Pass hier ins Nix. Warum gehst du denn da nicht ran? Und warum gehst du da nicht ran? Mann, Mann, Mann. So, wir haben hier wieder so wenig Ausdauer. Also ich will hier echt mal, ne, wissen, wie man das auch am Ende dann schaffen soll, hier als Stürmer wirklich mit seiner Ausdauer hinzukommen. Ohne, dass man hier einen Wert von, was weiß ich, 70, 80 hat. Quatsch, 80, 90 hat. Das geht eigentlich gar nicht, ja. Das ist ja gar nicht möglich. Die Ausdauer ist einfach mal viel zu schnell weg, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich hätte es lieber, dass ein bisschen zu viel Ausdauer da ist, als zu wenig. Weil für so einen Spielmodus macht es einfach keinen Sinn, die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen und mit der Mannschaft zu spielen. Naja, was ist denn das? Ich habe noch nicht mal was gedrückt. Der ist hier, vorher ist er eben hinten reingelaufen, ja. Ja, gut. Kann man ja geben, aber ich drück doch gar nichts. Faul war es, das ist ja, ne? Ich sage ja schon gar nichts mehr. So, und jetzt hier das Ding mal nach vorne, bitte. Ja, super Pass auf niemanden. Ist auch einer unserer besten Spieler anscheinend, weil der wird hier die ganze Zeit angespielt. Niemand. Ja, super. Wieder mal auf niemand. Leute, Leute. Ein bisschen konzentrieren hier. Auch wenn wir 2-0 führen, das kann ganz schnell wieder mal so ein bisschen nach hinten losgehen. Und da sehe ich doch schon wieder so einen Angriff, der relativ gefährlich ist. Aber haben sie wohl ganz gut abgefedert vorerst. Kommt. Nein. Nein. Na, so, jetzt komm, geh ran da. Ran, ran, ran. Rennt. Mädels. Rennt ran da. Du stehst auch genau daneben. Dann geh doch ran. Mann, 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 Leute. Wieder gibt's den Pass nicht. Haben wir hier nichts zu sagen in der Mannschaft oder warum geben die uns die Pässe nicht, wenn wir den haben wollen? Selbst wenn wir nichts zu sagen hätten, müsste uns der Pass hier eigentlich gegeben werden, aber irgendwie. Na gut. Wollte mal wieder was probieren. Aber eigentlich sollte der aufs andere Eck gehen und ein bisschen schärfer kommen. Aber okay. Ausprobieren kann man sich ja, warum nicht? Kann auch mal so ein Ding reingehen und dann haben wir hier wieder was für das Tor des Monats. Von daher verurteilt mich nicht zu schnell für sowas. So, ran da jetzt. Mann, Mann, Mann. Mädels. Lassen sich auch manchmal hier echt Zeit. Bis sie da so wirklich auf den Ball gehen. So, wir sind natürlich schon hier tot und da ist noch nicht mal die erste Halbzeit vorbei. Das ist nicht so toll. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hier noch auf dem Platz verbringen können, wie viel Zeit. Der erste wird schon ausgewechselt. Wer ist es? Benjamin Laut kommt gegen Hein rein. Na, okay. Aha, Laut ja eigentlich meiner Meinung nach auch so der bessere Sturmpartner für uns. Zumindest hat er eigentlich immer ganz gut gespielt, auch wenn er von uns gespielt wurde. Obwohl da eigentlich alle relativ gut sind. Also relativ in dem Sinne, ne? Sonst sind sie eher nicht so toll. Oh, toll. Und da können sie dann Tor machen. Oh, Leute. Geh doch da ran. Tja, abseits. Okay. Sind nicht rangegangen, von daher ist es wurscht. Und jetzt haben wir hier die Gelegenheit. So, und jetzt komm. Schieß ihn rein. Schieß ihn rein. Das ist Ding. Vorlage Nummer 2 in dem Spiel. Und Laut, ich hab's gerade gesagt, ist so der bessere Mann. Und das sieht man hier auch sofort. Denn der hat einen wirklich guten Laufweg hier hingelegt und somit konnten wir hier das Tor machen, beziehungsweise vorlegen.
Und ja, zwei Vorlagen ist fast so gut wie ein Tor, finde ich. Und deswegen auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier selber keins mehr machen. Vor allen Dingen, da wir hier von der Ausdauer her nicht mehr so wirklich frisch sind, glaube ich, ist es eher nicht möglich, dass wir nochmal durch einen Lauf oder so ein Tor machen. Oh, da ist er nochmal. Uiuiui, was war denn das? Stark war das, glaube ich, oder? Mit den langen Haaren, ich weiß es gar nicht. Ich denke mal. Mal sehen, ob wir den jetzt hier so hinbekommen, wie ich ihn haben will. Also auf jeden Fall standen wir da relativ frei und trotzdem können wir den Ball nicht köpfen. Also es ist nicht möglich, als Pro hier wirklich den Kopfball zu kriegen, meiner Meinung nach. Das muss man ja wirklich hier schon sowas von Glück haben. Oh, Junge, lass doch laufen. So, auf außen. So, den Eckball, den wollten wir gar nicht haben. Aber da der Spieler hier wie unser Schatten die ganze Zeit mit uns mitgeht, müssen wir den so bringen. So, hier oben. Hier. Hier. Oh, das war ein schönes Ding aus der Distanz. Da gibst du auf jeden Fall eine Wiederholung von. Meine Güte, also das waren bestimmt, ja, lasst mich nicht lügen, aber 30 Meter waren das doch garantiert. Da gibt's die Wiederholung von, das ist klar. Nein, die Wiederholung. Du verstehst, Wiederholung, Junge. Meine Güte. Ja, da ist er bald so lange unterwegs, dass die Wiederholung hier schon da anfängt, wo wir im Endeffekt schon schießen. Hier der Ball auch super reingedreht, also für mich ein super Effekt gehabt. Muss noch mal gucken, dass ich den hier so bringe, dass man da eine gute Wiederholung von bringen kann. So, zack. Und für den Torwart ziemlich schwer zu halten. Meiner Meinung nach hier ein super Tor. Ich weiß nicht aus wie vielen Metern, aber wirklich ein super Distanzschuss. Und jetzt das 4 zu 0 hier gegen Paderborn. Das so die Ergebnisse, vor denen ich mich gefürchtet habe, als ich hier das Ganze auf Profi gestellt habe. Und ja. Solange es immer wieder so Spiele gibt, wo man dann ein bisschen mehr zu tun hat wie gegen Nürnberg, wo wir aber im Endeffekt dadurch dann doch gewonnen haben, haushoch, dass wir dann selber spielen durften, ist es dann trotzdem so, dass ich sage, ah, ich will das eigentlich gar nicht so haben, ne, mit diesen ganzen hohen Ergebnissen. Aber da man hier ja auf Weltklasse gar nicht spielen kann, das ist leider unmöglich, wie ihr mal gesehen habt, müssen wir das auf Profi weitermachen. Ja, Weltklasse deshalb unmöglich. Ich meine, wir haben ja auf bei Grödig haben wir es ja irgendwie, haben wir es ja doch gedrechselt gekriegt, aber im Nachhinein muss ich ja sagen, bin ich echt überfragt, wie wir das gemacht haben. Wahrscheinlich nur durch unsere absolut, ja, herausragende Stärke sozusagen. Denn wir hatten da ja schon 70 und alle anderen waren in der Liga so bei 50, 60 und im Höchstfall immer bei dem guten 60er-Wert. 70er-Werte sind da ja eher Mangelware gewesen, außer bei Salzburg vielleicht, aber ansonsten eher ja nicht vorhanden. Und von daher, ja, wird es wahrscheinlich daran gelegen haben, dass wir wirklich viel besser waren, was die Stärke angeht. Au, beinahe hätte den Pass noch gespielt. So, wir laufen hier immer noch rum. Jetzt wechseln uns aus, Kollege. Wir haben hier echt schon relativ viel runtergerissen an Kilometern. Jo, da werden wir ausgewechselt, ist auch sinnvoll. Restliche Spielzeit als Team absolvieren. Bülow ist verletzt, habe ich gesehen. Mal sehen, ob wir noch ein Tor machen. Normalerweise bei so hohen Führungen ist es bei mir irgendwie so, dass ich selten Tore mache. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so. Mal sehen, ob wir das jetzt hier ändern können und einen Kantersieg fahren. Tjo, da gibt es die Ecke. Und eine Ecke ist eigentlich immer relativ gefährlich. Ist das auch wirklich unser bester Freistoßschütze hier? Ja, Quatsch, Eckballschütze meine ich. Das ist eigentlich eher hier doch noch ein bisschen besser, oder? Adlung. Tja, wurde nix. Wurde auch nix. Und jetzt Benny Laut mit der Flanke. Und ne, wieder niemand, der hochspringt. Hochspringen ist schon die halbe Miete. Wenn man nicht hochspringt, kann man kein Tor machen. So ist das leider. So, und jetzt hier, komm, lauf, jo. Gelaufen ist er, aber so wirklich was draus machen können wir trotzdem nicht. Aber ich finde es echt schade, dass hier die Ausdauer irgendwie immer noch nicht auf dem Niveau ist, wie ich sie haben will. Auch wenn wir halt viel laufen, ja. Wir laufen ja auch oft zu viel, das gebe ich ja zu, aber
Es darf nicht so sein, dass wir im Endeffekt nicht die Laufwege gehen können, weil ich will hier ja auch bei einer Spielerkarriere dann selber das Spiel so ein bisschen beeinflussen. Ist ja egal, ob ich jetzt Stürmer spiele oder was weiß ich wo. Da will man ja natürlich mitlaufen. Ich frage mich, ob das als Verteidiger oder so auch so wäre. Bin auch immer überlegen, ob ich das mal so mache, dass ich, wenn ich mal Zeit habe, wirklich für alle Positionen im Let's Play Be a Pro hier anfange. Auf jeden Fall wäre es da interessant, mal zu sehen, wie die anderen Positionen so spielbar sind. Und mit alle Positionen meine ich natürlich nicht von 1 bis, boah, 1 bis 11, sondern 4 Positionen, also Torwart, Verteidiger, Stürmer und